Lieber Zwilling, herzlich willkommen zu deinen Energiebotschaften für die kommenden 10 bis 14 Tage. Schauen wir uns hier an, was dir zur Verfügung steht, was wichtig und ausschlaggebend ist. Der Zwilling, die nächsten 10 bis 14 Tage. Sie sagen Vorsicht vor Stromausfall. Es ist ein kurzzeitiger Stromausfall, doch genau in dem Moment, wo ihr jetzt eventuell am Arbeiten seid und dringend euren PC braucht, zum Beispiel irgendetwas ist und dieser Stromausfall ärgert euch ungemein, Vorsicht, vielleicht könnt ihr auf irgendeine Art und Weise vorgreifen. Sie sagen, dort, wo du bist, lieber Zwilling, oh, das ist jetzt wieder etwas, wo ihr zwischen den Zeilen lesen müsst. Dort, wo du bist, lieber Zwilling, wird es sehr dunkel. Du mit deinem inneren Licht kannst Frieden bringen. Etwas Unvorhergesehenes, eine Nachricht, eine Botschaft, irgendein Input kommt. Gut möglich, kommt auf euch zu oder aber auch von euch, dass ihr vielleicht etwas direkt und vielleicht auch barsch kommuniziert, etwas mitzuteilen habt. Jetzt kriegt ihr gleich Halskratzen. Wer mich kennt, weiß, dass dieses Halskratzen immer auf Kommunikationsprobleme hindeutet und etwas Unausgesprochenes. Auch Vorsicht, ich höre Blutwerte, Leberwerte, Alkohol, Genuss, lieber Zwilling, in den nächsten 10 bis 14 Tagen achte darauf, vielleicht nicht zu viel zu feiern und vielleicht doch etwas mehr Mineralwasser zu trinken. Ich höre, jetzt spricht wieder einer Englisch hier neben mir. It's an addiction, it's yours, it's not them. Ja, eine Abhängigkeit, die deine ist und nicht die des Gegenübers. Es geht darum, das, was du dir schon so lange kreiert hast in der Liebe, dass du das nicht aus einem Triggerpunkt mit vielleicht barschen Worten kaputt machst. Auch haben einige Zwillinge mit Eifersucht zu tun. Eifersucht, wer mit Eifersucht. Ja, da kriege ich wieder wahnsinniges Halskratzen. Es geht um die Vergangenheit. Tut mir sehr, sehr leid, liebe Zwillinge. Aber das scheint euer Thema zu sein. Ich kann kaum sprechen. Es geht darum, dass ihr Frieden dort hineinbringt, anstatt Unruhe. Eure innere Unruhe oder die Unruhe aus der Vergangenheit ins Hier und Jetzt zu bringen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, durch die Liebe alles ins Reine zu bringen, sofern ihr euch zügeln könnt bezüglich der Kommunikation. Das heißt nicht, dass ihr nicht aussprechen sollt. Nein, es heißt, wählt eure Kommunikation weise. Für diejenigen, die sich in einer Trennung befinden, diese in einer Trennung, in einer Scheidung, diese geht voran. Es gibt Neuigkeiten, es gibt neue Pläne, irgendetwas Neues wird beschlossen, neue Beschlüsse. Sie sagen, dein Wille, dein Vorhaben ist dir garantiert, doch achte immer auf die Reinheit deiner Absichten.
Auch gut möglich, dass du zu jemandem findest. Dieser jemand könnte ein Heilpraktiker, ein Arzt, ein Osteopath sein oder irgendein spiritueller Meister. Dieser wird dir verhelfen, hinter die Kulissen zu sehen, wird verhelfen, ja, wird dir ein Stück zu deiner inneren oder äußeren Heilung beitragen. Auch gut möglich, dass du beschließt, durch eine unausgeglichene Emotion in dir etwas Neues zu lernen, dich auf etwas Neues zu fokussieren. Und es hat Hand und Fuß, sagen sie. Es lehrt dich jetzt mit dem umzugehen, mit dem Thema, was ansteht und besser damit umzugehen. Vorsicht bei Küchenmessern, wer fleißig in der Küche ist und kocht, auf dass ihr euch nicht schneidet. Athen für manche ausschlaggebend für euch. Vielleicht ist jemand in Griechenland oder in irgendeiner Ruine von den antiken Griechen. Hyrialis Maris oder irgend so etwas. Also steht euch viel zur Verfügung. Jedenfalls versucht immer in eurer Mitte zu bleiben und fragt euch immer, was würde die Liebe antworten? In diesem Sinne, lieber Zwilling, alles, alles Gute auf deinem Weg. Bleib bitte immer mit der Liebe verbunden, der stärksten Kraft im Universum und sei aufs Allerhöchste gesegnet. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao.